Hamburg, einen Tag vor dem härtesten Fight ihrer Karriere. Die schöne Doppelweltmeisterin im Fliegengewicht, Susi Kentikian, trifft beim offiziellen Wiegen auf ihre ebenso attraktive Gegnerin, die US-Amerikanerin Elena Reed. Das Ergebnis: Susi bringt 50,6 Kilo auf die Waage, Elena wiegt 50,8. Noch nie zuvor hatte es die in 23 Kämpfen ungeschlagene Killer Queen Kentikian so schwer. Trotzdem ist sie siegessicher. Ich werde morgen Abend gewinnen, weil ich die Weltmeisterin bin. Und ich muss gewinnen, ich muss zeigen, dass ich eine würdige Weltmeisterin bin. Und Elena Reed ist auch eine gute Gegnerin. Und ich habe mich auf den Kampf super gut vorbereitet. Deswegen muss ich den Kampf auch gewinnen. Dieser Kampf wird der Kampf ihres Lebens. Und dafür hat Susi Kentikian so hart trainiert wie noch nie. Denn ihre Gegnerin Elena Reed mit dem harmlosen Kampfnamen Baby Doll, zu Deutsch Babypuppe, sieht zwar süß aus, ist aber alles andere als niedlich. 2004 fühlte sie sich gegen die große Regina Halmich um den Sieg betrogen, als die Richter unentschieden werteten. Noch viel brisanter: in den USA startete sie eine zweite Karriere als Käfigkämpferin im Mixed Martial Arts. Dort treten Kämpfer aller Stilrichtungen gegeneinander an. Es gibt keine Handschuhe, nur Bandagen und fast keine Regeln. Es wird geschlagen, getreten, geworfen und geclincht. Zwei Kämpfe hat Elena Babydoll Reed bisher bestritten und beide durch schnelle K.O.s gewonnen. Ein Teufel mit Puppengesicht. Das ist mir sowas von egal, was sie alles macht, ob sie Weltmeisterin in irgendeiner anderen Sportart ist. Wir sind im Ring, da werden wir richtig gegeneinander kämpfen und da gibt es keinen anderen Käfig oder sonst was. Also das interessiert mich alles nicht. Extra für diesen Kampf ließ sich Susi Kentikian einen neuen Walk-In-Song von Tony Kotura produzieren. Mit diesem Song will sich die Killer Queen besonders pushen und ein Video produzierte sie gleich mit. Also die Gegnerin ist an erster Stelle stark und das pusht mich dann nochmal so richtig auf und es ist auch echt ein cooler Song. Von daher, es wird nicht nur mich motivieren, es wird, glaube ich, die ganzen Zuschauer in der Halle und auch vom Fernsehen richtig so aufpushen. Die Killer Queen vor dem Kampf ihres Lebens. Wird es ihr 24. Sieg? Hallo Leute, hier Susi Kentikian. Ich boxe am 20. März in Hamburg und ich hoffe, ihr seid dabei. Drückt mir bitte ganz doll die Daumen. Bis bald. Die Highlights des Kampfes am Samstag hier bei boxing.de. Den Kampf live am Freitag, 20. März ab 22:15 Uhr auf Pro 7.